Ja, denn. Lass uns zu diesem Doktor. Ja, dann gehen wir mal zum Doktor. Kommst du auch? Ah, gut, okay, er kommt mir hinterher. Ah, jetzt müssen wir nur noch. Ach, wir können doch einfach die Plattform benutzen, oder? Müsste ja funktionieren. Komm mal mit. Ey, hör mal auf zu hängen. Lass uns fahren. Danke. Der Typ ist jetzt hoffentlich mitgekommen, oder? Wenn nicht, werde ich sehr bö. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich. Ja? Ach, verdammt. Dann fahren wir wieder nach oben und laufen mit dem Typ nach unten. Ich hoffe, der steht noch da und hat nicht so eine scheiß Wegfindung wie der Typ in Gothic. Oh, was soll denn die Scheiße? Warum zur. Na egal. Also gut. Wenigstens bleibt er stehen. Also müssen wir runterlaufen. Hätte ja auch so einfach sein können. Aber irgendeine unsichtbare Macht hindert ihn daran, die Plattform zu benutzen. Mann, ey. Ich hoffe für ihn, dass hier jetzt nicht so viele Schwammeskrieger rumlungern. Nämlich gar keine, so wie ich das gerade sehe. Da hat man wohl damit. Ah, okay. Hey. Oh fuck. Da fällt mir gerade ein. Die wäre, glaube ich, vorteilhafter. Ja, weil Schutzstab. Ja, gut, wegen den 5 Schadenspunkten, das macht das Dutzend auch nicht voll. Alter! Ah. Moment, Moment, Moment. Sag bloß, der Typ ist jetzt tot. Okay, er lebt noch. Und einer von denen ist jetzt tot, das ist auch gut. Alter. Wo ist der? Ah, okay, der letzte ist auch tot. Wahrscheinlich hat der Typ jetzt die ganze Erfahrung eingesagt. Wäre mal wieder typisch. So. Weiter geht's. Schnell, schnell, das Gift macht mir zu schaffen. Geht's hier jetzt runter? Nein, eher nicht. Ah, da. Oder? Ja, genau, hier geht's runter, das passt so. Und da ist der liebliche Lotus mit unserer lieben Puffmutter. Und da sind noch mehr Stammeskrieger. Ich versuche gerade die 4. Fähigkeit einzusetzen, weil der dran stand, dass irgendwie den verlangsamenden Schleier der Schattenwelt in die Welt der Lebenden bringt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht muss man das aus der Schattenwelt raus machen. Das könnte man ja mal probieren. Okay. Ah, tatsächlich, die Typen sind jetzt irgendwie langsamer. Ja, doch, das ist ganz praktisch. War ich langsamer? Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ich glaube eher nicht. So, und da liegt noch einer. Genau. So, weiter zum Doktor. Scheiße, wo war der nochmal? Ah, genau. Ups. Genau. So. Da hinten. Auf geht's. Hoffentlich kann er uns heilen jetzt.
Vielleicht müssen wir auch einfach und Einfluss des Giftes nach Afrika. Jetzt zeig mir das Buch. Ich werde es übersetzen. Oh, ja, das hofft sich für dich, Freundchen. Jemand gefunden? Ich bekomme immer, was ich will. Nun, wenn es nicht der Tod ist, den du willst, dann handeln wir lieber schnell. Dies ist also das Buch der Gifte. Lass mich sehen. Ja, der Juma-Stamm besitzt viele Verbindungen zu den Toten. Unsere Prinzessin kann auf alle von ihnen zurückgreifen. Ach, es ist, wie ich es befürchtet habe. Die Führerin des Stammes hat dich mit einem Giftfluch belegt. Das Gift kann nicht geheilt werden. Es sei denn, man unterwirft denjenigen, der den Fluch ausgesprochen hat. Das heißt, du müsstest die Prinzessin aufspüren und im Kampf besiehen. Ich zweifle, dass okay, deine Kräfte so stark ist. Genug sind. Sie hat die Macht über Leben und Tod. Ich auch. Unterschätze nicht meine Fähigkeiten. Nein, unterschätze du nicht die Anführerin des Juma-Stammes. Sie ist für ihr Volk gestorben und doch lebt sie. Und sie ist stärker, als sie es je war. Nun hast Alter, wie oft ich schon gestorben bin. Ich kann dich nicht heilen. Nur du selbst kannst das, indem du die findest, die dir das angetan hat. Gut, auf geht's. Dann tun wir das doch einfach mal. Ich sollte mich auch mal wieder heilen. Okay. Das bringt auch unglaublich viel Gift. Die afrikanische Prinzessin. Tja, wie ich jetzt an die rankomme, ist natürlich die andere Frage. Ah, da bist du ja. Ah. Ich habe eine dringende Nachricht für dich. Ares hat mich geschickt und dabei endlos geflucht. Du sollst sie in den Räumlichkeiten des Netzes aufsuchen. Beeile dich! Es ist etwas geschehen. Okay. Das wird wohl irgendwie mit der Prinzessin zusammenhängen, hoffe ich mal. Moment, zu Ares komme ich aber am besten über die Gondolier. Wie kann ich dir helfen? Die übrigens die gleiche Masken haben wie die Typen vom Netz der Maske. Bezirkszentrum. Wenigstens bringt mir das Gesundheit wieder. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Einfach mit den Typen hin und her reisen und dadurch, wird das Gift mich nicht töten. Also, Kinder, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr vergiftet seid. Einfach mit Gondeln hin und her reisen oder euch auf einen Stuhl setzen und ewig schlafen. Und dann werdet ihr für immer leben. Seems legit. Gut, zum Netz der Maske. Deren Logo irgendwie frappierend an Phantomas erinnert. Oder das Phantom der Oper, je nachdem. Wenn du verlierst Reputation, wenn du beim Stehlen erwischt wirst. Lab los, Mann. Entschuldigung. Warum sollte ich überhaupt noch stehlen? Ui, Pirouette. Er hat wohl einen Ärger. Wieder einmal. Wie überraschend. Vor einigen Tagen erhielten wir einen Hilferuf von Angehörigen einer Zunft am Hafen. Sie berichteten, einige Krieger aus Afrika hätten sie grundlos angegriffen. Und die Krieger behaupteten, für den Dogen selbst zu arbeiten. Leon meldete sich freiwillig, die Geschehnisse zu untersuchen und ging zu den Lagerhäusern. Er kehrte Was ist das auch von... Ich hätte es besser wissen müssen. Er versucht, alles zu verstehen. Aber er kann noch nicht hinter den Vorhang blicken. Es war ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Ja, war's. Ja, du hättest es besser wissen müssen. Er hat einen sehr überzeugenden Charakter. Und das Feuer in seinen Augen macht schwindelig. Also geh zu den Lagerhäusern, finde Leon und rette ihn. Viel Glück! Was hat die gerade gesagt? Das hat sich sehr falsch angehört. Das Feuer in seinen Augen macht schwindelig.
Gut, zum Hafen kommen wir auch per Gondel, also auf so Gondel mal wieder. Wie kann ich dir helfen? Und dann muss ich halt nur Ich noch möchte wissen, in reisen. welchem Ich möchte Lagerhaus die Gondel das ist. benutzen. Da Wo kann ich möchtest dann du auch mal hin? wieder die Questkarte verwenden. Hafen Kai, würde ich sagen. Zum Kai. Die Bilder sehen alle so viel toller aus, als die Stadt eigentlich ist. Doof. Irgendwie. Jetzt machen wir mal hin. So. Schlechte Neuigkeiten auf Karte zeigen. Natürlich zeigt er mich nicht. Natürlich zeigt er mir nicht, welches Lagerhaus. Warum sollte ich damit auch rechnen? Vielleicht steht er auch draußen rum. Hinten, das könnte er sein. Ne, das sind Wachen. Ja, okay, also dann gucke ich einfach mal in die Lagerhäuser rein. Mal wieder. Ach ja, Ladezeit, Ladezeit. Ach gut. Ah, direkt ins Richtige. Das ist ja gut. Oh, und da Kalle, ist du auch gleich die kannst sie nicht Prinzessin. besiegen! Es ist das Gift! Hol Hilfe! Quatsch. Die kann ich doch besiegen. Ist doch kein Problem, Mann. Also bitte. Ach, zwei. Oh, fuck. Alter. Oh, Alter. Okay, das wird schon ein wenig schwieriger. Jawoll, okay, das funktioniert auch nicht. Hilfe holen oder... Nein, das funktioniert auch nicht. Okay, er hat schon recht, ich sollte abhauen. Ich frag mal den anderen Krieger, ob der mir irgendwie helfen kann. Wir haben sie beobachtet. Sie arbeiten für den Dogen und sie suchen nach dir. Sie sind zu stark für dich. Wenn ich richtig liege, dann sollte ich dich jetzt besser sofort zu deiner Gilde zurückbringen. Ja, bring mich zur Gilde. Dann gehen wir mal zur Gilde. Vielleicht kann uns da jemand helfen, diese Typen zu kaputt machen. Hey, Alde. Hast du ihn gefunden? Er lebt noch, aber ich konnte ihn nicht retten. Die Gegenwehr war zu groß. Ich werde dir also Hilfe schicken. Triff uns vor den Lagerhäusern und wir werden Leon retten. Gut. Jetzt gibt's in your face. Die alte verteilt des Bitch-Slaps, dass es kracht. Was machen die Gondoliers hier? Naja, egal. Man muss auch nicht nach allem fragen. Oh, ich hoffe, die kommen jetzt mit rein, oder? Vielleicht hätte ich auch mit denen reden sollen. Nein, passt. Ich bleib mal halt einfach stehen. Okay. Achso, das war's. Ihr tötet sie nicht oder so, ihr. Macht sie einfach angreifbar. Ja, okay. Auch recht. So, und hoffentlich wird die Prinzessin nicht so stark wie die Typen. Also ich meine, nicht äquivalent, also nicht unverwundbar, sondern halt... Ist der... Ach, der ist auch angreifbar plötzlich, obwohl er nicht mal verflucht wurde. Das ist ja klasse. Und das funktioniert auch. Sehr gut. 13 Gesundheit, was fällt dir ein? Kurz mal alle durchsuchen hier. So, und wo muss ich jetzt hin? Ah, vielleicht soll ich mal die Laterne rausholen, das wäre eine Idee. Lagerhaus betreten.
Gibt es hier noch mehr? Man kann hier einfach mal rumgucken. Nö. Augenscheinlich nicht.